Guten Tag, liebe Freunde der Börse. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Montag, der 27. April, und wir haben im Moment 17.10 Uhr, wenn ich diese Aufnahme beginne. Ich muss die Uhrzeit immer dazu sagen, nicht, dass Sie sich wundern, aber das gehört sich so. Ich befinde mich auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets, und in diesem kleinen Clip geht es um die BASF-Aktie. Vor euch ist der Chart seit dem 4.3.2015. Ja, da waren wir mal ordentlich hoch, sind dann also fast bei 100, sind gefallen bis auf etwas unter 60, erobern die 100 fast wieder zurück. Also, soweit ich weiß, waren die noch nicht dreistellig und gehen dann wieder unter die 60, oszillieren ein bisschen um die 200-Tage-Linie, um dann jetzt im Zuge der Corona-Geschichte deutlich nachzugeben auf Kurse unter 40 Euro. Und damit nähere ich mich mal dem heutigen Chart an, dass man das alles hier ein bisschen besser sieht. Ich drücke hier bei dem Tool einfach mal auf 6 Monate und habe jetzt hier eine Kerze pro Tag für den Zeitraum der letzten 6 Monate. Okay, was kann ich sehen? Dieser Absturz, der ist schon enorm gewesen, seit Ende Februar von den 65 runter unter die 40. Für mich sieht das hier nach einer insgesamt sehr gesunden Bodenbildung aus. Der Mitbewerber mit dem ebenfalls Anfangsbuchstaben B, Bayer, ist deutlicher gestiegen. Die Bayer sind jetzt schon an den 65 dran. Die BASF hängt ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Ich finde diesen Absturz sehr heftig, aber das war bei vielen anderen Aktien genauso. Ich mag diese Korrektur. Und vielleicht haben Sie mal den Ausdruck Fibonacci gehört. Wir befinden uns hier in diesem Bereich bei der 38,2er Retracement. Zahl, ja, also Rückführungszahl von dieser ganzen Bewegung hier. Von etwas unter 65 bis etwas unter 40 haben wir 38,2% wieder erobert und pendeln jetzt zwischen 10 und 20 Tagelinie herum. Das MACD als Trendfolgeindikator ist heute wieder stabil zu sehen. Das heißt, das Histogramm steigt wieder ein wenig an. Und die Stochastik liefert auf einem insgesamt recht tiefen Niveau sogar positive Signale. Ich gehe davon aus, wenn die BASF oder andersrum, wenn der Markt steigt, sollten die BASF überproportional steigen. Wenn der Markt fallen sollte, sollten die BASF unterproportional fallen. Das ist mal die erste Kernaussage. Mir ist nicht bekannt, dass die BASF irgendetwas an der Dividende machen. Das ist momentan, naja, ich sag's mal gehässig, Mode, etwas an der Dividende herumzuschrauben. Aber für die HV, die ist festgelegt virtuell, so muss ich, das muss ich auch gleich dazu sagen. Für den 18. Juni ist mir nicht bekannt, dass irgendetwas an der Dividende passiert, sodass das eine Dividendenrendite wäre von ungefähr 7,5%. Das halte ich für durchaus in Ordnung, aber es würde mich wundern, wenn Sie die Dividendenvoraussagen halten. Wie dem auch sei, ich mag den Wert auf diesem Niveau. Auch längerfristig, mal über einen Zeitraum von einem Jahr, 2 Jahre, glaube ich eher, dass die BASF, die nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern sich wieder hier mit dem Bereich 70, 75 beschäftigen, als dass sie nochmals unter die 37,5 gehen. Das ist meine persönliche Meinung. Und jetzt schauen wir mal hier nach den Scheinen, die es dafür gibt. Dazu hole ich mir die Derivate-Box. Und wir reden ja hier nur über die K.O.-Produkte. Für einen Longschein bin ich der Meinung, ich sollte schon unter den Bereich von 37 gehen. Das kostet mich natürlich etwas Hebel, ganz klar. Wir sind hier bei 36,12 bei einem 5er Hebel. Und, aber das ist mir doch sicherer, sagen wir es mal so. Und da habe ich diesen hier. Das ist eine Basis 37,12, hat im Moment einen Hebel von 5,7. Und jetzt von der Hypovereinsbank One Markets die Kennnummer HZ7V9L. Basis 37,12 als K.O.-Schein. Liegen wir also ungefähr hier. Schauen wir mal nach einem Put. Ich persönlich bin kein Freund von einem Put, aber ich will in Ihre Meinung hier nicht einimpfen. Den würde ich hier oben ansiedeln, im Bereich 55, wo wir hier das letzte Zwischenhoch haben. Und da gehe ich jetzt mal zurück mit dem Hebel auf sowas 5, auf so etwas von 5. Und da komme ich auf den hier. Das ist eine Basis 55,22. Das ist die Kennnummer HZ7Q5M.
Ich habe im Moment eher positive Signale, sodass ich mit einer Limitierung von diesem Putzschein mit der Basis 55,22 schlicht noch ein bisschen warten würde. Ich habe den Eindruck, dass der Wert sich nochmal den Weg nach oben sucht. Bis wohin das sein wird, weiß ich nicht, aber ich gehe auf Sicht von 1 bis 2 Jahren auch durchaus von der 70 wieder aus. Aber das ist halt auch ein langer Zeitraum. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.